und bei der Quote. Aber wir haben schon angesprochen, es ist halt Trainerphilosophie und es ist halt schwierig, das Ganze umzustellen. Ja. Ja, einmal im Post. Barker gegen Whaley und da hat man so einen kleinen Eindruck bekommen, wie kräftig dieser Kerl ist. Kader, die Heidelberger, und wenn dann natürlich am Anfang jetzt schon auch der Hauptcenter Whaley irgendwie. Das ist der Neue. Oh, das ist sehr, sehr gewagt, aber gut. Whaley versucht auch erstmal das Anspiel zu verhindern und dann der Cut von Bonga. Power pur. Wir haben nochmal dieses super schöne Anspiel, Bonga. Und dann, ja. Volmaro. Auch da wieder gute Ballbewegung, natürlich. Zweiter Offensivübergang. Ja, schönes Play hier noch von Volmaro. Vielleicht kriegen sie so ein bisschen Rhythmus rein. Tempo, so wie gewünscht, bisher nicht. Edwards schöner Cut von Harris, der Block von Whaley, aber richtig, richtig stark diese Mismatch-Situation hat. Aber das ist doch symptomatisch. Whaley hat im Fastbreak den Ball und passt ihn. Er guckt noch nicht mal zum Korb. Das macht Lasso in jedem Fall besser als Trinchieri. Da hatten die Münchner wirklich das Problem, dass die jüngeren Spieler sich nicht so wirklich entwickeln konnten. Gray von außen. Weiter Mann attackiert und Zitzer springt vorbei und ärgert sich. 6 Ballverluste bei den MLB Academics. Und da ist der Big Man und das in der Mitte ist gar nichts. Sehen wir schöner und in dem Fall mit Schrittfehler von Zitzer. Ja, er ist mit seinen 1,80, muss er natürlich was finden. Stark gemacht da von Würzner. Ja, und das ist mal so eine Geschichte. Selbst aus einem Made Basket. Und da ist Lasso sofort sauer, wenn seine Mannschaft kam. Aber da lässt er sich den Ball abnehmen. Von Gray. Tatsächlich mal ein Heidelberger Fastbreak, der wird aber noch unterbunden von Bonga. Ja, oder auch wie variabel er. Und dann Weiler Bepp mit dem Fehler, Coleman. Ja, er hat drüber nachgedacht. Wenn ich Korbleger links mache, dann kann ich unterm Korb durch. Vielleicht kann ich das Blocken dadurch verhindern. Nein, nicht. Edwards beim Rebound und dann der typische Carson Edwards. Kestelot geht auf die 5. Das ist ein Wechsel, die Heidelberger jetzt also wieder mit ihrer kleinen Aufstellung. Das heißt, Kestelot auch noch unter seinem normalen Average. Bei der Batman von draußen Auszeit genommen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, erstmal natürlich Fouls nutzen, das war zum Schluss die Ansage. Bisher noch kein Team voll in diesem Club. So, was macht Gray? Attackiert und dann ist Wimberg da mit dem Block. Ah, der Kopf zählt. Goaltending und das gibt dann nochmal Auszeit der Münchner. Hier Ball im Fallen begriffen. Warum stoppt er da ab? Und dann werden die Abschlüsse schwer. Dass sie sie verpasst. Gray ist da. Immerhin. Deutlich weniger Bewegung mittlerweile abseits des Balls. Also. Und Wimberg mit dem Cut, der spielt sogar noch mal raus. Und Weidemann. Ja, wenn er da Minuten bekommt, sich durchaus mal empfehlen kann. Gray jetzt hier nach dem Switch gegen den Big Man. Und dann geht er über die linke Seite am 2,16 Center vorbei. Auf sich zieht. Der Bepp. Tschenkov gut auf Brankovic und dann ist Kesselow da mit dem Block.
Und da springt die Bank direkt auf und das ist ein gutes Zeichen, also dass man da so ein bisschen noch Support spürt, aber ein schwaches Anspiel wird von Kachenko sofort ausgenutzt. Hier Kessel und vorbildlich. Und dann das hier. Also Coleman mit einem wirklich schwachen Spiel. Sie haben in der vergangenen Saison, dann auch in der zweiten Saisonhälfte, den Dreier viel besser getroffen. Der hat im Grunde das gleiche Problem in der Hinrunde wie dieses Jahr. Nächster Versuch. Dreier aus dem Dribbling. Und der passt diesmal. Denn die Bayern sind doch hier gerade sehr stark im Verwaltungsmodus und da oben in der Etage. Das war nochmal diese Brankovic-Aktion. Ja, den muss man wirklich einfach nur da oben anspielen und irgendwas. So, da geht der Ball natürlich wieder runter. Aber wie gesagt, wenn der Big Band auf Wimberg switcht, dann. Ja, so ist jedenfalls auch eine Lösung. Also weitere Ambitionen sind da nicht auszuschließen. Gutes Anspiel diesmal auf Kessel. Weidemann. Ja, schön gewartet. Das Timing perfekt für Brankovic. Und der Blick nach innen. Zipser und derjenige, der momentan den besten Rhythmus hat, das ist Bennett Hund. Sein nächster Dreier. Fans versuchen, die letzten zwei Minuten Basketball des Jahres 2023 im BMW-Park ihrer Mannschaft noch ein gewisses Support zu geben. Die Heidelberger bringen mit Yvon Rich einen 18-jährigen Franzosen, der noch ein bisschen mitspielen darf. Aber Bennett Hund, ja, hat sich gedacht, also wenn hier keiner Topscorer werden will, er meldet noch mal Ambitionen an mit seinem vierten Dreier. Auf. Heidemann für drei. Das 24 zu 7. Da war im Grunde alles schon gesagt. 83, 57.